So, kommen wir mal. Können wir mal hier hinschicken, ja. Ich werde erstmal keine Flotte schicken. Wenn es hart auf hart kommt, kann ich die Flotte ja noch schicken. Hier. Können auch hier landen, das ist auch okay, ja. So, Wrackstellungen. Wir fangen schon mal jetzt hier an. Haben wir. In den Tunneln und Höhlen unterhalb des Palastes von Shuri befand sich das japanische Hauptquartier von Okinawa. Die Eroberung des Palastes ist für den Feind sowohl strategisch als auch psychisch ein herber Schlag. So, was ist denn das für ein Held? Für Artillerie. Jo, das können wir machen. Nehmen wir die Artillerie hier nach. Ihr habt alle euer Ding gemacht. Jo. So, Jäger. Hier drauf. U-Boot ziehen wir erstmal ab. Der Jäger. Ja, der braucht besser kommt. Das hätten wir. Jupp, das können wir mal. Da wird sicher auch was drin sein, deswegen ist jetzt gut, dass wir jetzt da oben das alles geholt haben, ja. Ja, komm.
Oh, das ist nervig, ey. Es interessiert mich eigentlich scheiß, was die KI im Hintergrund macht. Ganz ehrlich, das kann man auch so. Dass da kein Knopf gibt, dass man das wegmachen kann. Unfassbar. Wenn ich es eh nicht sehe, was interessiert es mich dann, dass das Ding ladet? Es interessiert mich einfach nicht. Wenn ich sehe, ja. Ich habe das ja eigentlich so eingestellt, ne? Weil ich sehe, dass das gemacht wird. Okay, der geht mit den Zerstörern weit nach vorne. Langstreckenbombe. Ich verschicken wir doch nach oben. Ja, lass ihn ruhig mal kommen. Kann denn ahnen, dass da was steht? Okay. Dann von hier machen, ja. Das geht, okay. Wunderbar. So, dann hätten wir das schon mal. Ja. Moment mal, habe ich da gerade. Ah, das ist eine Art, ich glaube, das wäre ein Panzer. Scheiße. Hat schon einer den gestellt. Falscher Knopf. Genau das meine ich mit Hintergrund bewegen.
Oh, der hat ziemlich viel Zerstörung. Ja, dann müssen wir was tun. So. Okay, du kannst da oben mit. Das war halt nicht clever. Job hier gemacht, ja. So. Aus mit dir. Sehr schön. Ja, wir haben noch einen weiten Weg durch diesen ganzen Dschungelkram. Das hier, das läuft. Wir haben 25 Runden Zeit, glaube ich, war es, ne? Ja, das ist kein Problem. Da haben wir auch schon alle fast leer geschossen. Ihn holen wir vorsichtshalber, glaube ich, mit nach oben. Dann mal gucken, ja. So. Er muss gleich mal tanken. So, dann müssen wir jetzt mal gleich die Nordhälfte hier komplett geräumt haben. Das wäre jetzt schon mal sehr gut. Okay. Also es läuft momentan nach Plan. Und das ist noch ein bisschen. Wieder das im Hintergrund. Das ist nervig. Lass dir nur Zeit. Okay, kommt. Sehr gleichmäßig sogar, ja. So. Mal ein bisschen zurück. Gehen wir nach vorne. Ach Mist, ich wollte dich doch gerade. Ja, ist jetzt egal.
Machen wir das gleich. So, Bomber. Dann ist nächstes hier drauf. Tanken. Toll, jetzt komme ich da nicht durch. Klasse. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier den Weg frei. Infanterie, okay. Das hätten wir, nicht geklappt, aber okay. Vielleicht schicke ich diese Schiffe doch auch hier hoch mit. So, ich würde aber schon sagen, das Ding ist weg. Oh, nee. Ich habe ja die Amerikaner. Ich würde aber schon sagen, wo. Aber da war ich kurz verwirrt. Nee. Ich spiele die Amis. Ich habe kurz was anderes gesehen. Okay. Gut, anscheinend wäre ich da unten schneller fertig als oben. Wo kommt denn bitte der Bunker da jetzt her? Ach, unfassbar, ey. Keine Ahnung, wo der Bunker da jetzt herkommt. Der war eben noch nicht da, oder? Also, nee, nicht, dass ich wüsste. Nee, da ist nix. Nee, da müssen wir nichts machen. Hallo, heute noch. Oh, und diese Scheiße im Hintergrund. Was ist das? Kamikaze sprengt wurde, ja, sind uninteressant für mich. Im Panzer, ob das hier noch was bringt, den da durchzubringen? Hm. Was ist denn eigentlich mit diesen Höhlen? Also ich habe bis jetzt noch nicht mal eine gefunden. Hab auch keine Ahnung, wo die sind. Normalerweise müsste ich die doch schon längst gefunden haben.
Okay. So. Ja, gegen See seid ihr echt beschissen. Auch seinen Schaden, wunderbar. So. Nee. Die schweren Kreuzer kommen so schnell nicht nach, weil die haben ja Bewegung 4, die haben teilweise 3, machen manchmal nur 2. Also die werden so schnell nicht nachkommen. Deswegen können wir da in Ruhe hantieren. Wow, diese Kamikaze-Dinger sind mir ehrlich gesagt egal. Das sind diese Bunker, ne? Da haben wir wohl einen erwischt. Bin mal gespannt, wo ich die anderen 3 da finde. Dann noch. So. Ich glaube, da schickt man einen Jäger hin, dass der sich darum kümmert. Okay. Ja, der kommt mir der Küste jetzt ein bisschen zu nah. So, und du guckst, passt auf, dass diese Kamikaze-Dinger nicht mir auf die Nerven fallen. Okay, so, dann geht's hier weiter. War da eben nicht irgendwas anderes, ein Flakgeschütz drauf, oder?
Okay, das läuft. Ein bisschen nach hier und hier. So. Gut. Die zwei schweren ziehen wir auch gleich hoch. Die können hier unten weiter bleiben, die auch. Ah, Mist. Ja, ist egal. Der soll ruhig da stehen bleiben. Soll er sich da abreagieren? Aber zwei Schaden, das ist nicht so gedacht. So, die könnten ihr Dinger noch abschmeißen. Das wollen wir natürlich nicht dazu kommen lassen. Ich würde sagen, das reicht. Das kriegen die hin. Jo, hier drauf. So. Kamikaze. Da haben wir die Kamikaze-Einheiten. Okay. So. Flugzeuge erbeutet. Auf den zahlreichen Flugplätzen von Okinawa wurden mehrere Flugzeuge des Types KI-84 Rank erbeutet. Sie zählen aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit und hervorragenden Manövrierbarkeit so zu den besten japanischen Jagdflugzeugen. Nicht schlecht, okay. Kommst du auch mal da hoch? Okay, also man kann sagen, hier ist eigentlich so gut wie nichts mehr vorhanden. Nö. Oh. Ja, Mist, komme ich jetzt nicht ran. Wir finden so langsam die Unterschlupfe. Die sind alle im Süden. Habe ich hier schon gemacht? Ja, im Norden habe ich schon angefangen. Ja. Ich denke, im Norden wird es länger dauern, weil wegen den Wegen. Ja, das hier klappt. Warum kommen die Schweren, wie es aussieht? Aber bis die da sind, bin ich hier mit denen fertig.
Und wieder zwei Schaden. Nächste Runde haben sie noch kein Torpedo. Übernächste Runde haben sie wieder Torpedos. Kamikaze-Jäger, okay. Das ist alles Kamikaze, ne? Ja, das ist Wahnsinn. So, dann würde ich sagen. Sag ja, bis der da ist, bin ich mit dem hier fertig. So, und weiter hier runter. Ich hoffe jetzt nicht, dass er das sieht, aber ich habe so die Vermutung, dass er das wohl doch sieht. Gut, ich würde sagen, der Süden, der ist jetzt wirklich erledigt. Und im Norden, ja, da zieht sich halt jetzt noch, ja, bis ich da hinkomme. Aber wir machen das trotzdem als finalen Part, das habe ich jetzt entschlossen. Jo, spät gesehen. Die machen gerade mal einen Schaden, das ist gut genug. Da müssen wir jetzt nachher aufpassen. So. Okay, ist doch bis jetzt gut aufgegangen alles. Bomber.
da ist irgendwas hin. Jupp. Der ist sogar weg. Perfekt. So, dann. Hier hin. So, du kannst, die Frage, brauchen wir die jetzt da unten eigentlich noch groß? Eigentlich nicht, ne? Also, glaube ich jetzt eigentlich nicht. So. Gehen wir noch auf Kamikaze-Jagd. Ups. Gut, dann würde ich sagen, könnt ihr jetzt echt mal tanken gehen, ne? Ja. Ganz ruhig da hoch. Ich will mal jetzt wirklich mal tanken. So. Jetzt geht's hier lang. Was? Ah, Mist. Na, ist trotzdem tot. Nee. Ah, stimmt, da war noch was, genau. Wir haben man jetzt? Fehlt noch das eine. Okay, dann hätten wir das auch. Ja, da ist jetzt nichts mehr, ne? Doch, ist durch. Ja, mit Hilfe der Schiffe war das hier wirklich, ist die ja durch, wieder, der wunderbar durchgekommen, ohne Probleme. So. Ja, den Panzer, da kriege ich da glaube ich nicht mehr hoch, da müssen wir auch nicht. So, jetzt gucken wir, dass wir da oben halt jetzt durchkommen. Könnt ihr ja mal hochschicken, mal gucken, ob's, ob wir es noch machen müssen, aber so, dann das nächste. Shit. Habe ich hier noch nichts erobert? Nicht dein Ernst jetzt.
So, wir haben es. Höhlen gesäubert. Die Japaner haben viele befestigte Höhlen als Verteidigungsumstellung genutzt. Unter hohen Verlusten wurden diese unterirdischen Netzwerke schließlich zerstört. Ich ahne schon, dass ich jetzt gleich hier eine Fertige, aber... Ja, kann ich nicht verhindern, ne? Mist. Ja, dann komm. Hab ich hier oben schon? Gucken. Nee. So, wir werden das jetzt hier oben... Vielleicht brauchen wir den Panzer doch noch. Ich schicke einen Bomber da hoch. Obwohl, das müsste doch so klappen. Also das muss ich jetzt nicht nur extra einen Bomber da hoch schicken. Also das kann es jetzt nicht sein. Okay, wenn es dumm läuft, kriege ich halt jetzt 2 Schaden. Nee, er ist nicht rangekommen. Okay. Sieg in Europa. In Rhein-Frankreich wurde die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht unterzeichnet, während Europa aufatmet, tobt im Pazifik weiter der Krieg. Oh, okay. Schicken Sie mal hoch und gucken, ob sie noch oben genutzt werden können. So. Die Sache hier ist durch. Ja. Wir haben das ganze Teil erobert. Jetzt hier oben. Ja, komm, dann mach ich's. Wir werden noch weitere Runden brauchen, wie es aussieht. So. Das ist unfassbar, da ist auch noch was. Kamikaze-Dinger werden weg.
Okay. Da müssen wir uns nicht mehr drum kümmern. Jetzt geht es nur noch hier um den Norden. Moment. Luftwaffe. Hätten wir, ja. Uiuiui, da oben ist wirklich noch einiges los. Der Wahnsinn. Ja, da wird der Panzer hier mehr als doch noch benötigt. Hätte ich nicht gedacht. Und die Fahrzeugboote. Wow. Ja, komm, ihr könnt jetzt alle rein. Die noch hoch. Ja, komm, dann schicken wir dich auch noch hoch. Aber hier unten ist alles durch. Ja. Gut, dann warten wir hier oben. Ich hätte eigentlich hier reingekönnt, ne? Ja. Das habe ich jetzt total vergessen. Ja, komm, dann machen wir jetzt hier alles platt, was soll's. Nächste Runde sind wir dann. Ah, das hätte sie jetzt schon gehabt. Wäre jetzt schon möglich gewesen, ja. So, lass mich gucken. Wir haben alles, ja. Wir haben die ganze Karte buchstäblich geräumt. Also da lebt nichts mehr. Komplett, ja. Also wie es aussieht, ist die Flotte jetzt komplett weg. Das heißt, in der letzten Runde, im letzten Szenario wird es keine Flotte wohl mehr geben. Was ich ein bisschen bezweifle. Ich denke, da wird es noch so eine kleine Flotte geben. So Killer, so Kamikaze-Flotte. Okay, Sieg. Eine der bisher blutigsten Schlachten hat einen Großteil Okinawas in ein Trümmerfeld verwandelt. Die Insel wird uns nun als Ausgangspunkt für die Invasion in Japan selbst dienen. Gut, dann kommen wir zum Finale. So, dann machen wir jetzt unser Atomding. Yep. Das hätten wir. Ja, und dann kommen wir jetzt zum Finale, Leute. Es geht nach Japan, nach Tokio. Die Endschlacht von US-Pazifik. Ja, Okinawa fand ich bis jetzt so eins der geilsten Schlachten. Bisher war die am coolsten. Hat auch so mal wirklich so eine Inselschlacht gehabt. Und ja, und wo mal alles geklappt hat, das auch. Wir sehen uns dann zum... Ja, zum letzten Szenario und dann geht's ab nach Tokio. Bis dann und ciao.